Diese Karte kostet nur 50.000 Münzen und könnte ein absolutes Cheap-Beast sein, Freunde. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Es geht um die Karte Solskjaer. Und ich habe Solskjaer dieses Jahr schon einige Male ausprobiert. Er hatte diese blaue Hero-Karte, die wirklich auch coole Playstyles hatte. Und er bekommt jetzt endlich seine Footies-Karte, die wirklich gut aussieht. Mit Finesse Plus, mit First Touch Gold, mit Press Proven, mit Technical, Rapid und Quickstep. Wirklich, er bringt alles mit, was eine gute Stürmerkarte mitbringen muss. Außer vielleicht die Pass-Playstyles, die hier fehlen. Da gucken wir einfach mal drüber hinweg. Er soll nur knipsen, er soll präsent sein, das erwarte ich von ihm. Er hat leider auch kein Aerial, das heißt, wir werden auch nicht auf Flanken gehen, sondern es soll wirklich die Strafraumbeherrschung sein. Er soll vorne in der Box, soll er präsent sein. Und das möchte ich von ihm sehen. 50.000 Münzen, wenn diese Karte schallert, dann, boah, also die Karte kann sich wirklich jeder leisten. Und dann bin ich sehr gespannt drauf, wie er performen wird. Wir werden jetzt gleich ein Spiel machen. Ich werde euch ein paar Highlights einblenden. Die wichtigsten Sachen von Solskjaer. Wie bewegt er sich? Wie ist er im Abschluss? Wie schnell ist er? Wie kann er sich im Körperduell durchsetzen? Und am Ende gibt es dann ein ausführliches Feedback. Wir spielen ihn mit Finisher. Ich habe hier nochmal die Dribbling-Werte ein bisschen gepusht. Und wie gehabt, wie gewohnt, sind wir auch in der Elite Division unterwegs bei 905 Skillwert. Also sind wir ungefähr in der Top 1000 drin. Und ja, die kommenden Tage bzw. nächste Woche möchte ich da auch auf jeden Fall in die Top 200 oder in die Top 100 reinrutschen. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit den Highlights. Lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr auch sehr, sehr gerne abonnieren. Let's go! Also dann gucken wir mal, wer unser Gegner ist. Was er so alles spielt. Wir haben zwei bullige, stämmige, große Innenverteidiger, gegen die sich Solskjaer durchsetzen muss. Vielleicht kann er das mit seiner Quirligkeit, mit seinem Press Proven und seinem First Touch Gold machen. Wir werden auf jeden Fall alles geben. Let's go. Ja, Flanke auf Solskjaer, Annahme auf dem rechten Fuß, mit dem linken abgeschlossen, aber der Torhüter kann leider die Situation vereiteln. Das war sehr beweglich und dann machen wir den auch unten links rein. Habt ihr diesen engen Radius gesehen von Solskjaer auf engstem Raum gegen Rüdiger und der nicht wirklich ohne ist und dann eiskalt unten links rein. Und da ist das 2:0, First-Touch-Annahme. Ihr müsst halt darauf achten, dass ihr ihn wirklich immer mit dem Pinched-Pass anspielt, also R1X, flacher Driven-Pass, damit er wirklich auch seinen Playstyle nutzen kann, damit er Playstyle First-Touch-Gold nutzen kann, um dann im Anschluss Finesse Plus ins Tor reinzuhämmern. Wie gesagt, das ist sehr wichtig. Ihr müsst immer drauf schauen, was kann mein Spieler, was ist er in der Lage zu tun mit den Playstyles, die ich habe? Wie kann ich diese Playstyles im Idealfall aneinander ketten, ineinander greifen lassen? Und wie können die am besten harmonieren? Und wie gesagt, First Touch Plus und Finesse Plus, die passen einfach perfekt zusammen. Du kannst sofort annehmen, du kannst in eine Richtung drehen und den Finesse rauszünden. Oh, schade. War eigentlich eine gute Position, um den reinzumachen. Yes! Hat er nochmal den Rage Quit ausgepackt. Aber wir haben das Ding noch holen können. Ja, Solskjaer hat wie viele Tore gemacht? Können wir uns mal direkt angucken. Spielhöhepunkte 1, 2, 3 Scorerpunkte. Ist nicht schlecht für das erste Spiel. Gehen wir noch in ein weiteres rein. Also vorneweg, ich finde ihn von der Beweglichkeit her schon sehr gut für eine 50k-Karte. Er bewegt sich Press-Proven-like. First Touch Plus Like, wir haben auch schon Tore durch First Touch Plus geschossen. Mir wäre jetzt in diesem Spiel noch wichtig, Geschwindigkeit, Durchsetzungsvermögen und Abschluss. Das werde ich mir explizit angucken jetzt. Ein sehr enges Dribbling. Schöner finaler Pass. Und dann mache ich ihn leider nicht rein. Aber das ist das, was ich meine. Vom Dribbling her ist er wirklich sehr clean. Gucken wir uns mal an, was er vom Tempo her kann. Das ist ein guter Ball. Wir gehen die Grundlinie entlang. Schön durchgesteckt und da ist das 1:0. Also ihr seht, der Gegner neigt dazu, ihn zu unterschätzen von der Geschwindigkeit. Er hat Quickstep, er hat Rapid und er kann sich wirklich gut durchsetzen. Und da ist das Tempo wieder. Wir kommen durch. Wir kommen durch
Und er muss die Notbremse ziehen. Ich glaube, das ist auch eine rote Karte. Ja, zu Recht auch. Und ich glaube, wenn er mich da nicht gestopft hätte, wenn er mich da nicht gestoppt hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch ein Treffer geworden. GG ist an den Gegner. So, wir sind jetzt mittlerweile bei 929 Punkten. Das müsste ungefähr Rang 500, 600 sein. Also wir klettern auch langsam hoch. Für diejenigen, die es interessiert, wir werden morgen auf Twitch ganz viele neue Footies-Karten testen. Also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr auch sehr gerne mal reingucken. Da heiße ich Dibo-TV und unter anderem wahrscheinlich Ribéry, KK-SBC, Modric-SBC. Also wer Bock hat, kann auch gerne mal auf Twitch vorbeigucken. So, wir werden versuchen, jetzt hier auf Scrolls hier zu kommen. Vielleicht auch mal mit dem Player-Lock. Schöner Pass. First Touch und dann habe ich leider nicht grün getroffen. Aber auch hier mit dem Player Lock habe ich mich seitlich vom Innenverteidiger wegbewegt, um ihn dann mit einem Pinch Pass, also R1X Pass anzuspielen. Annahme, Wendung, Übersteiger vorbei, rein in die Lücke und da laufen wir einem Ferdinand davon und dann leider nicht zum Abschluss gekommen, aber wirklich sehr schnell. Oh, Pinch Pass wieder auf Scrolls, ja, der dreht sich, Übersteiger, Tempo Boost, vorbei. Ballrolle, wir haben auch Technical Dribbling. Wir sind in der Elite Division, Freunde. Wir sind nicht hier irgendwo in irgendeiner Division. Wir spielen hier gegen gute Gegner. Und dennoch kann der sich bewegen wie ein Halbgott. Das ist wirklich sehr stark. Aber wir suchen wieder Scrolls hier. Annahme, linker Fuß. Ihr seht, das Lämpchen leuchtet auf. First Touch, Gegner weiß nicht. Ist mein Exit links, ist mein Exit rechts. Also, stark gemacht. Schaut euch das mal an, wie eng. Schaut euch das mal an, wie eng das da ist und wie locker Scholes ja da durchkommt. Vorbei an Ferdinand mit sehr viel Tempo. Und da kommt auch kein, guck mal, da kommt auch kein Rüdiger hinterher. Ferdinand stehen gelassen, Rüdiger zu langsam und dann ins lange Eck sauber abgeschlossen. Sehr strong. Schön vorbei. Den mache ich mir im Außenriss. Kann er gar nicht halten. Also mache ich einen L2-Shot und dann das Ding ins lange Eck, also Gaffio hatte einfach zu viel Schuss, also ich müsste glaube ich 99 sein mit den ganzen Playstyles, die wir ihm gegeben haben oder Campstyles. Guck mal, 96 hat er schon automatisch drauf, hat keine Chance. Das waren jetzt 3 Spiele, 3 Siege, wir sind ungefähr auf Rang 600, 500, das ist nicht schlecht. Mein Fazit zu Scholes, ja, Freunde, ihr habt für 50k einen Stürmer, der zwar nicht unbedingt wie ein Drogba, wie ein Weghorst sich da vorne durchtankt, aber ihr habt für 50k einen Stürmer, der sich unfassbar gut bewegt, der einen tollen Abschluss hat und der offensiv unglaublich viel Tempo bringt. Bei einer Größe von 1,78. Ich will nicht so weit gehen, aber ich tue es jetzt einfach mal. Man könnte hier schon von einem Cheap Puskas reden, wobei Puskas ja auch umsonst war. Also für diejenigen, die Puskas nicht mitgenommen haben oder bekommen haben, ihr könnt euch Scholes ja mitnehmen. Klar, er hat nicht dieselbe Qualität, aber er kostet ja auch nur 50k. Dicke Empfehlung vom Tempo her, 9 von 10. Er ist nicht lengthy, das spürt man. Vom Abschluss her 10 von 10. Toller Striker, toller Knipser. Vom Dribbling her 9 von 10. Wobei, ich gebe ihm eine 8 von 10. Wenn er Press Gold hätte, dann wäre es eine 9 oder eine 10 von 10. Und wie gesagt, was bleibt noch übrig? Vom Durchsetzungsvermögen her gebe ich ihm eine 7 bis 8 von 10. Er ist doch körperlich ein bisschen kleiner, ein bisschen schwächer. Aber wirklich, overall, wenn ich jetzt mal, ohne den Durchschnitt zu berechnen, overall würde ich sagen, Scholes, ja, auch wenn ich seinen Namen nicht aussprechen kann, eine tolle, solide 9 von 10. Cheap Beast 50k Karte. Dicke Empfehlung, bitte ausprobieren, Feedback geben in den Kommentaren, wie er bei euch performt hat. Ihr könnt auch gerne Empfehlungen eurerseits von den neuen Karten aussprechen, die ich gerne mal probieren soll. Und in diesem Sinne, Freunde, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis die Tage. Ciao, ciao.